Hallo, wir sind heute auf dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz und das hat einen ganz besonderen Grund. Jugendliche haben in der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember Vandalismus betrieben und wir haben uns entschieden, das nicht zu dulden und neue Sachen daraus zu machen. Wir haben die Wände weiß gestrichen und nun sind die Sprayer, die hinter mir stehen, dabei, Kunstwerke an die Wände zu zaubern. Grüßt euch, hier ist der Tusche. Ich habe mitbekommen, dass hier in Schöneiche Vandalismus stattgefunden hat, was ich nicht für, was ich scheiße finde, auf gut Deutsch, was nicht gut ist. Ich finde, die Jugendlichen, die es gemacht haben, die überschüssige Energie haben, die sind sehr, sehr gerne eingeladen. Hier ist eine öffentliche Einrichtung, ihr könnt herkommen, ihr könnt Leichtathletik machen, ihr könnt bei Germania Schöneiche Fußball spielen. Ich trainiere euch auch gerne mal so richtig Edi Geier-Style, mal ein schönes Training, damit er auch kaputt nach Hause geht, damit er nicht mehr so einen Scheiß macht. Aber jeder hat eine zweite Chance verdient. Ich habe auch nicht alles richtig gemacht in meiner Jugend. Aber überlegt vorher, was ihr macht. Und wie gesagt, wenn ihr Langeweile habt und überschüssige Energie, kommt hierher und lasst uns ein bisschen Sport treiben. Also in diesem Sinne, sportfrei, euer Tusche.